Jetzt kommen wir zu Gottes Wort. Und ich freue mich, dass wir bei einem Thema sind. Heute kommt der zweite Teil, der ganz viel Aufmerksamkeit das letzte Mal vor 2 Wochen hervorgerufen hat. Es geht um die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Und weil nicht alle dabei waren, habe ich noch mal ganz kurz einen Rückblick auf den ersten Teil. Und wenn ihr euch das mal anschaut, wir haben 2 Hauptpunkte uns angeschaut, nämlich erstens, dass Jesu Leben und Dienst nur durch seine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist überhaupt möglich war. All die Wunder und Zeichen und seine Predigten, sogar sein Tod und seine Auferstehung waren nur möglich, weil er einen Partner auf der Erde hatte, der ihm Kraft und Inspiration gab, und das war der Heilige Geist. Das war für viele ganz überraschend, auch besonders Menschen, die aus anderem kirchlichen und traditionellen Hintergrund kommen. Und dann haben wir einen 2. Punkt gesehen, und bitte, wenn du nicht dabei sein konntest, schau auf unseren YouTube-Channel, da kannst du das kostenlos runterladen, dir die Predigt nochmal anschauen. Ich glaube, dass ganz viele dadurch eine neue Perspektive für ihr Leben bekommen haben. Der 2. Punkt, den wir gelernt haben, ist, dass Jesus seine Jünger genau auf diese Lebensführung vorbereitet hat. Wir haben uns das detailliert angeschaut, mit vielen Beispielen auch, und hatten eine richtig spannende Zeit. Der Heilige Geist war so stark da. Er hat seine Jünger prophetisch gelehrt, sich auf die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist einzulassen und seine Fülle kennenzulernen. Da haben wir verschiedene Stellen uns angeschaut. Und heute kommen wir zum 2. Teil, und ich freue mich, dass du live dabei bist. Und ich würde gerne mal gleich mit dem allerersten anfangen, nämlich mit der großen Frage: Wer ist eigentlich dieser Partner? Dass wir uns den mal genau anschauen, den uns Gott, der Vater, hier auf der Erde zur Seite gestellt hat. Diese Partnerschaft des Heiligen Geistes, wer ist denn diese Person? Punkt Nummer 1, diese Person, die ich dir jetzt vorstelle, ist zu unserer aller Überraschung ein Geist. Es ist nicht ein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern ein Geist, den Gott dir als Partner gibt. Jesus hat seine Jünger belehrt in Lukas 24, 39, als er gerade von den Toten auferstanden war, und zwar leibhaftig, da sagt er zu seinen Jüngern: Schaut mal meine Hände, schaut mal meine Füße, dass ich wirklich da bin, leibhaftig in meinem Körper, als Auferstandener. Betastet mich und seht, denn ein Geist, wenn ich jetzt ein Geist wäre, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, Knochen und Haut, wie ihr es jetzt an mir, dem Auferstandenen, seht. Ein Geist hat keinen leibhaftigen Körper aus Knochen und Muskeln und Bändern und Sehnen und Haut und Haaren und Mund und Augen, sodass du den sehen und betasten und spüren und anfassen kannst. Ein Geist ist eben ein Geist. Ich kann mich gut erinnern, als ich vor vielen, vielen Jahren, ich muss zugeben, es sind schon Jahrzehnte, das erste Mal mit dem, was ein Geist ist, so richtig positiv konfrontiert wurde. Das hatte mit christlichem Glauben überhaupt nichts zu tun. Und zwar gab es damals im Fernsehen eine Fernsehsendung, und die hieß Bezaubernde Genie. Leider kennen die meisten von euch diese Sendung nicht mehr, weil sie so uralt ist. Gott sei Dank sind wir noch jung, aber die Sendung war alt. Und da ging es um diese bezaubernde Genie, so eine hübsche blonde Lady, und die war ein Geist, und die steckte in einer Flasche. Und dann kam sie dann eben zu bestimmten Zeiten aus dieser Flasche raus und materialisierte sich, wurde also aus einem Geist eine schöne, sichtbare Frau. Und dann verschwand sie auch wieder, hat immer geplinkelt, und dann sind Dinge passiert. Manche würden heute sagen, oh, ist das okkult, ja. Aber es war halt einfach ein Film. Halt Hollywood oder was auch immer. Und ist mir eins klar geworden, so ein Geist, der ist halt anders als ein normaler Mensch. Und ich habe gute Nachricht heute Morgen für dich und für mich. Gott hat uns nicht so einen normalen Menschen als Partner gegeben. Das hat er dir gegeben in deiner Ehe,
wenn du mal heiratest oder wenn du befreundet bist, da gibt er dir einen menschlichen Partner. Aber den Partner, den Gott uns gegeben hat, als einen, der auf unserer Seite ist und uns hilft im Leben, das ist nicht ein menschlicher Partner aus Fleisch und Blut, sondern das ist ein Geist. Und ich habe gedacht, Gott, du bist so kreativ, inspirativ. Auf die Idee werde ich nie gekommen, nie. Er sagt, meine Jungs, Mädels auf der Erde brauchen einen Partner, einen Helfer, einen Freund. Und was gibst du ihnen als Freund? Ein Geist. Was ist das Kennzeichen von einem Geist? Ich habe es mal ganz kurz aufgeschrieben. Das bedeutet, ein Geist, unser Partner, ist fast immer unsichtbar. Auf die Idee wäre ich auch nie gekommen, aber Gott, der Vater, macht keine Fehler, ihr Lieben. Wir haben einen Partner, der fast immer total unsichtbar ist, aber da ist, okay? Er ist da, aber er ist fast immer unsichtbar. Das ist natürlich auch die Herausforderung. Ich liebe es, dass ich meine Frau sehen kann als meine Ehepartnerin. Ich meine, es könnte ja auch eine platonische Liebe sein und so. Ich sehe sie nie und so, Sabine, du bist hier irgendwo. Ich umarme dich jetzt, ich küsse dich. Ich bringe dir einen Blumenstrauß mit, ja. Wo soll ich ihn denn hinstellen? Das wäre ganz nett, ja, aber das wäre nicht das Gleiche. Gott sagt, ich gebe euch einen Partner, der unsichtbar ist, ein Geist. Und es wird wunderbar funktionieren, wenn ihr lernt, mit diesem Geist zu korrespondieren und zu kommunizieren. Und deswegen brauchen wir diese Trainingseinheiten in unseren Sonntagmorgen-Gottesdiensten, damit wir das lernen. Ein Verständnis bekommen von dem, wie sich Gott es gedacht hat. Ein Geist ist auch fast immer oder im Normalfall nicht spürbar, und nicht fühlbar. Du spürst ihn nicht, auch den Heiligen Geist. Im Normalfall spürst du ihn nicht. Aber an manchen Situationen und Orten spürst du ihn ganz stark. Heute Morgen habe ich ihn schon so stark gespürt. Und kurz vorher, irgendwo im Straßenverkehr, hast du ihn vielleicht überhaupt nicht gespürt. In deiner Straßenbahn. Auf dem Klo heute Morgen. Und manchmal hockst du auf der Schüssel und du spürst ihn. Aber es ist nicht einfach der Normalfall, sondern da passieren Dinge, auf die kommen wir noch zu sprechen im Laufe unserer Lehrserie. Im Normalfall oder allgemein ist auch der Geist nicht hörbar. Du hörst ihn nicht. Du hörst nicht, dass er schnauft oder lechzt oder sich irgendwie äußert oder räuspert oder sagt, aha, Du hörst ihn nicht akustisch. Also Gott ist schon irgendwie besonders, dass er uns so jemand als Partner gibt. Ganz ehrlich, du siehst ihn nicht, spürst und fühlst ihn im Normalfall auch nicht und dann hörst du ihn auch nicht. Und geografisch ist er auch nicht eingrenzbar. Ich erlebe das ja selber. Manchmal ist er gerade noch bei mir und dann spürst du, wie er überall im Raum fällt. Sogar während der Predigt läuft es manchmal den Leuten kalt und heiß den Rücken runter. Und genau das ist das Spürbarwerden vom Heiligen Geist. In der Anbetung, wenn wir unsere Hände erheben, plötzlich ist er da. Dann ist er da oben auf der Empore und ganz dort hinten und hier vorne auch. Und in meinem Herzen auch. Es geografisch, nicht irgendwo eingrenzbar. Und in seinem Wirken ist er auch nicht einschätzbar. Die Bibel sagt so ganz klar, das ist wie der Heilige Geist. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Du kannst den Heiligen Geist niemals vorher einschätzen, was passieren wird. Es ist auch total überraschend, was er tut. Komplett überraschend, was er tut. Und so einen Partner hat Gott dir gegeben. Einen Geist. Und ihr Lieben, es ist so entscheidend und so wichtig, dass wir wissen, mit wem habe ich es denn da zu tun. Wer ist dieser Partner, den der Vater im Himmel dir und mir zur Seite gestellt hat, der sogar in dir wohnt? Er ist meistens unsichtbar. Du kannst ihn nicht spüren und fühlen, nicht mal hören. Er ist nicht eingrenzbar und er kommt und geht, woher und wohin. Du kannst es vorher nicht einschätzen. Na dann, Prost. Viel Freude. Und jetzt merkt ihr, wow,
Wenn das wirklich alles so ist, wie ich es jetzt sage, müssen wir doch lernen, mit so einem Partner umzugehen. Warum? Weil wir sind es nicht gewöhnt. Wer von uns hat von seinen Eltern in der Erziehung beigebracht bekommen, wie man mit einem Geist umgeht? Selbst als Erwachsener in der Schule, keiner meiner Lehrer im Gymnasium hat mir erklärt, wie man mit einem Geist umgeht. Manche hätten sogar geleugnet, dass es einen Geist oder viele Geister gibt. Im Mittelalter. Oh, ihr Lieben. Es gibt Wahrheiten, die wir mit unseren Augen und Ohren nicht hören und sehen können und die realer sind, als wir denken. Also wir haben es mit einem Geist zu tun. Und vielleicht kannst du ganz kurz sagen, Heiliger Geist, ich finde es interessant, dass du ein Geist bist. Können wir das mal zusammen sagen zu ihm? Sag, Heiliger Geist, ich finde es so interessant, dass du ein Geist bist. Und kein Mensch. Das hat nämlich auch viele Vorteile. Und auf den nächsten Vorteil kommen wir jetzt zu sprechen. Wer ist dieser Partner? Die Bibel sagt zweitens, dieser Partner ist 100% Gott. Dein Partner hier auf der Erde, der ein Geist ist, ist 100% Gott. Da gibt es eine Geschichte in Apostelgeschichte Kapitel 5, eine ganz schreckliche Geschichte eigentlich, wo ein Mann, der hieß Ananias, mit seiner Frau dummes Zeug geschwätzt hat und dumme, richtig blöde Pläne geschmiedet hat. Da ging es wieder um Money, um Geld, Grundstück verkauft, Geld eingesackt. Und dann legten sie es den Aposteln zu Füßen, wie das damals üblich war. Sie haben ihre Spende dort abgeliefert und haben aber dabei gelogen. Also eigentlich haben sie was Gutes getan, eigentlich, aber sie haben dabei gelogen. Sie haben gesagt, sagen wir mal, sie haben das Grundstück für 200.000 verkauft und dann haben sie 50.000 den Aposteln gegeben und gesagt, guck, das war das Geld, was wir für den Acker bekommen haben und das spenden wir alles der Gemeinde. Guck mal, was wir für tolle Spender sind. Kannst du es merken, Petrus? Wir sind wahnsinnig cool und gut drauf. Jetzt hatten sie ein Problem. Im Petrus lebte der Heilige Geist. Und er wusste das durch ein Wort der Erkenntnis, das ist eine Geistesgabe. Und er sah, dass Ananias und seine Frau gelogen haben. Und dann sagt Petrus zu Ananias an dieser Stelle, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du da so rumlügst und falsche Dinge, ist doch gar nicht notwendig, hättest doch alles behalten können. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast, deinen Partner, das war ein wiedergeborener, geisterfüllter Christ, dass du deinen besten Partner belügst und von dem Kaufpreis des Feldes für dich und deine Frau auf die Seite geschafft hast? Es wäre doch dein geblieben, wenn es so geblieben wäre. Aber es war so nicht. Nachdem es verkauft war, da hätte es in deiner Gewalt bleiben können. In deiner Autorität. Was du damit gemacht hast, es ist voll okay. Aber du hast gelogen. Und jetzt sagt er, was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Du hast doch nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und oben haben wir gelesen, habt ihr es gelesen? Wer hat dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Und unten steht, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Der Heilige Geist ist Gott und zwar zu 100%. Wer es glaubt, sagt Amen. Dein Partner ist Gott als Geist in dir. Und wisst ihr, es ist was Wunderbares zu wissen, dass Gott unser Partner als Geist in uns ist. Weil Gott ist unfehlbar. Gott ist allmächtig. Durch die Liebe des Heiligen Geistes wird die Liebe von Gott ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist. Gott ist der, der allgegenwärtig ist und alles weiß. Und alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Dieser Gott ist in dir drin. Der Heilige Geist bringt Christus in dich hinein. Dadurch ist Christus, der Messias, in dir die Hoffnung der Herrlichkeit.
Ohne den Heiligen Geist ist Christus nicht in dir. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist ist das Reich Gottes nicht in uns drin. Die Bibel sagt, wer den Heiligen Geist nicht hat, wer diesen Geist, der gleichzeitig Gott und heilig ist, wer den nicht hat, gehört nicht zu Gott. Er ist nicht sein. Gott ist unser Partner als Geist in uns. Und ihr Lieben, wie das funktioniert, ich gebe dir total recht, wenn du das jetzt gesagt hättest, das müssen wir lernen. Das müssen wir ausschöpfen, trainieren und schauen, wie wir dahin kommen. Wer ist dieser Partner? Ein drittes. Dieser Partner heißt griechisch gesprochen Parakletos. Und Parakletos hat ganz viele Bedeutungen. Und ich habe sie mal versucht, ein bisschen zu kategorisieren. Es gibt noch mehr. Aber wir müssen es ja auch bei uns merken können. Also zunächst mal heißt es allgemein gesprochen, der Heilige Geist, dieser Partner, ist einer, den man zur Hilfe herbeiruft. Das griechische Wort parakaleo besteht aus zwei Worten. Para heißt herbei und kaleo heißt rufen. Als Partner versteht sich der Heilige Geist also einen, der verbal angesprochen werden will. Aha! Ich kenne ganz viele Christen, ehrlich, die sagen, kann man denn mit dem Heiligen Geist reden? Ich sage, nein, falsch. Die Frage ist schon falsch. Die Frage ist, oder die Antwort ist, ich kann nicht mit dem Heiligen Geist reden, sondern ich muss mit ihm reden. Sein Name ist der, den man herbeiruft. Oder man kann auch sagen, der, den man einlädt. Und wenn du den Heiligen Geist nicht einlädst und wenn ich ihn nicht einlädt, Freunde, dann passiert nichts, gar nichts. Das ist genauso wie wenn du abends eine Party hast. Du hast eine Pizza gemacht und Nachtisch und einen schönen Aperitif gerichtet und du hast die Wohnung hergerichtet und alles schön runtergekühlt bei diesen heißen Temperaturen, alles schön Blumen hergerichtet. Das einzige Problem ist, du hast zu deiner Party niemand eingeladen. Und dann ist 7:30 Uhr abends und du wunderst dich, dass keiner kommt. Und manche wundern sich, dass in ihrem Leben nichts passiert, weil sie den Heiligen Geist nicht anrufen und ihn nicht einladen. Komm in die Situation, komm, sei mein Ratgeber, sei mein Helfer, sei mein Inspirator, sei meines Lebens Kraft, gib mir neuen Mut. Deswegen passiert nichts. Weil sein Name zeigt, was ihn ausmacht als Partner. Es ist einer, den man herbeiruft, den man einladen muss. Und ich ahne, dass heute Hunderte und Tausende Entscheidungen treffen. Sagen, ich werde den Heiligen Geist ansprechen. Und sagen, Heiliger Geist, der du ein Geist bist und Gott bist und einen, den man rufen soll im Alltag. Komm, helf mir, sei mein Beistand. Zweitens, juristisch gesprochen ist der Ausdruck Parakletos ganz spannend. Das ist so einer, der uns vertritt, der dich in Gerichtsfällen vertritt. Wenn es ganz heiß ist vor Gericht, ja, wo du auch keine Ahnung hast, du kennst doch das ganze juristische Vokabular nicht, aber da gibt es einen Anwalt, einen Stellvertreter, Fürsprecher, einen, der für dich vor dem Richter in den Riss tritt. Einen, der dein Anliegen vertritt und dir Recht bringt. Dein Anwalt. Freunde, das ist der Heilige Geist. Dein Partner ist der beste Anwalt auf der ganzen Welt. Da gibt es doch diese Wahnsinns-Star-Anwälte, die ein unglaubliches Gehalt beziehen und scheinbar jeden Fall gewinnen, obwohl sie das nicht tun. Aber sie kriegen ein Wahnsinnsgehalt. Und ich weiß nicht, alle Staranwälte der Welt zusammengefasst sind ein Pipifax gegenüber dem Heiligen Geist, der Gott ist, Geist ist und Anwalt für dich und für mich. Und drittens, im Leid. Parakaleo oder Parakletos, das Substantiv, heißt der Tröster, der Zusprecher,
der dir in deiner Not, in deinem Leid, in den Dingen, wo du nicht mehr weiter weißt, Trost zuspricht. Korintherbrief steht mal geschrieben, im 2. Korinther am Anfang, da sagt der Apostel Paulus, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind, Klammer auf, durch den Tröster, Klammer zu, Heiliger Geist, können wir jetzt andere im Heiligen Geist trösten. Und das Vierte, in den Herausforderungen ist er der Ermutiger, der Zusprecher. Der Heilige Geist, dein Partner, ist der totale Ermutiger. Deswegen sagt Gott uns auch immer wieder, wir sollen Parakaleo, wir sollen einander auferbauen. Wir sollen einander ermutigen, einander stärken, einander segnen, einer den anderen höher achten als sich selbst, Mut zu sprechen, den anderen trösten, auferbauen. Ihr Lieben, das ist, was das Wesen unseres Partners ausmacht. Er ist der totale Ermutiger. Der Heilige Geist ist kein Depressionsförderer. Ja, kein dich in die Finsternis reinbringender. Er ist der Helfer. Ich möchte euch jetzt etwas erzählen, was vielleicht die wichtigste Entscheidung war, die in dieser Gemeinde je gefallen ist. Ich möchte es euch deswegen erzählen, weil in dieser Woche, da war ein großer Konvent hier in Deutschland, der war historisch, da sind Christen aus allen Denominationen, Konfessionen, einschließlich orthodox, koptisch, katholisch, zusammengekommen und der Heilige Geist kam mit seiner Präsenz und hat die Herzen miteinander verbunden. Und hat gesagt, hört auf, negativ zu reden. Tut das, versammelt euch um Jesus und dann wird die Einheit kommen. Hört auf zu diskutieren über Lehrmeinung. Versammelt euch in Anbetung um Jesus Christus und dann wird das Entscheidende geschehen. Dann wird die Einheit so geschmiedet werden, dass die ganze Welt glaubt, dass Jesus der Christus ist. Johannes 17. So, ich erzähle euch, weil in dieser Konferenz habe ich jemandem eine Geschichte erzählt, und als ich sie erzählt hatte, wurde mir klar, welche historische Bedeutung sie bis heute in unserer Gemeinde hat. Ich war hier ein junger Pastor, nein, ich war noch kein Pastor, ich war ein junger Vikar hier in der Gemeinde, war erst 3 Monate in der Gemeinde. Und ich hatte auch nichts zu sagen in der Gemeinde, gar nichts. Und die Gemeindeleitung suchte einen neuen Pastor, weil der leitende Pastor ging woanders hin. Und da kamen lauter Probeprediger, die gepredigt haben und die haben gesagt, nee, den wollen wir nicht, den wollen wir nicht, den wollen wir nicht. Und dann war keiner mehr da und der leitende Pastor musste weg. Und dann passierte Folgendes. Ich wurde in ein kleines Zimmer bei uns im Flur im alten Gemeindehaus gerufen und dort saß der gesamte alte Vorstand der damaligen Gemeinde. Der eine Bruder war 82 Jahre, die Organistin und Finanzministerin war 72 Jahre, der Pastor war 60 Jahre. Und da war noch jemand dabei und noch jemand dabei. Also es war ein ehrwürdiges Kabinett, was dort versammelt war. Ich kam rein, ich wusste überhaupt nichts, keine Ahnung, keine Vorahnung, gar nichts. Ich wurde reingerufen, sagte, Peter, setz dich. Und dann sagte dieser Seniorpastor zu mir, sagte, Peter, wir haben eine Frage heute an dich. Willst du nicht der Pastor dieser Gemeinde werden? Ich war komplett überfordert mit dieser Frage. Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Der Pastor hat mir nie was vorher gesagt. Das kann man wirklich auch anders machen. Und ich saß dort und in dem Augenblick kam etwas, was ich in dieser Heftigkeit, in dieser Massivität aus dem Nichts noch nie zuvor erlebt hatte, in dieser Weise. Der Partner, der Heilige Geist kam. Und er sagte mir 2 Dinge so glasklar, als wenn ich mir das vorher aufgeschrieben hätte in ein Konzept. Und er sagte, Peter, du kannst Ja sagen, wenn 2 Voraussetzungen in der Gemeinde erfüllt werden. Erstens, dass der Vorstand, das Kabinett neu gewählt wird. Ich war selber erschrocken, ja. Zweitens, dass die Leute, die in der Gemeinde die Arbeit tun, auch mitwählen dürfen, dieses Kabinett. Und die durften gar nichts sagen. Die haben die Arbeit gemacht, aber es gab nur 11 Mitglieder in der Gemeinde. Als ich das dann ausgesprochen habe zu diesen ehrwürdigen Herren und Damen, dann kam die Reaktion, die kommen musste. Ich war ja selber über mich erschrocken.
Also jetzt bieten wir dir sowas an und du stellst hier noch Forderungen. Und ihr Lieben, ich hatte überhaupt keine Forderungen. Aber da war ein Partner, ein Freund, ein Ratgeber, ein Anwalt, ein Helfer, der wusste, wenn die Weichen jetzt nicht gestellt werden, wird diese Gemeinde sich nie in die Richtung entwickeln können, in die sie sich entwickeln sollte. Und die waren richtig sauer und haben mich rausgeschickt aus diesem Zimmer. Ich saß dann zwei Zimmer weiter, nicht wissen, was jetzt passiert. Ich kam zurück, da war eine heiße Stimmung im Raum, die Köpfe waren rot, wie rot halt. Und der Pastor hatte das durchgekämpft und hat gesagt, okay, wir werden auf dieses Ding eingehen. Und so kam es. Der Vorstand, das Gremium wurde neu gewählt, noch nicht perfekt, aber schon besser. Und besonders eine Person kam da nicht mehr rein, die kein gut gesonnenes Herz hat, die negativ geschwätzt hat hintenrum, was andere nicht mitbekommen haben. Und diese Person wurde nicht mehr reingewählt. Und die anderen, die wählen durften, die kamen neu dazu und durften mitbestimmen. Und es gab einen totalen Shift, eine Veränderung in der Leitung der Gemeinde. Und ihr Lieben, da wurden die Weichen gestellt für alles, was wir heute sehen. Und der Geist Gottes sprach letzte Woche zu mir, der gleiche Partner sagt, Peter, wenn das damals nicht passiert wäre, hätte nichts von dem so geschehen können, was dann in den Jahren und Jahrzehnten danach passiert ist. Und ich möchte dir etwas sagen, dieser Partner, dieser Geist, der gleichzeitig Gott und gleichzeitig Parakletos ist, dieser Helfer ist in dir und in mir, wenn du ihn eingeladen hast, und er steht dir gerade dann, wenn wir ihn am meisten brauchen und wenn es für die Entscheidung deines Lebens Weichenstellungen gibt. Er steht dir zur Seite und er will zu dir reden und er will dir helfen und er will dich inspirieren. Wer es glaubt, sagt Amen. Und er will einen Impact in uns reinbringen, damit das Kleine, was da vor unseren Augen ist, zu etwas Großen, Schönen, Göttlichen sich in unserem Umfeld entwickelt. Drei Dinge zum Schluss, die du unbedingt erleben sollst mit diesem Partner, dem Heiligen Geist. Erstens, in 2. Korinther steht, Kapitel 13, Vers 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, 100% allen. Das hat mein Herz so berührt. Weil da steht, genauso wie du die Liebe von Gott erleben sollst, jeden Tag. Und genauso wie du die Gnade von Jesus jeden Tag erleben sollst, sollst du jeden Tag die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erleben. Genauso wie die Liebe des Vaters und genauso wie die Gnade von Jesus. Wir haben einen Merksatz. So wie du die Gnade Jesu und die Liebe des Vaters täglich erleben sollst, genauso, sagt der Apostel Paulus, sollst du und jeder von uns auch die Gemeinschaft, die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist, mit diesem wunderbaren Freund und Geist in deinem Leben täglich erfahren. Wer es glaubt, sagt Amen. Zweitens, Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22. Da steht etwas und die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude und Friede und Langmut und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Enthaltsamkeit oder noch besser übersetzt Selbstbeherrschung. Und da steht etwas Powerfules, ihr Lieben. Wenn du mit dem Heiligen Geist in Partnerschaft lebst, in Freundschaft, in Beziehung lebst, wird dein Charakter verändert. Ich merke manchmal sogar bei Langjährigen, sogar Dienern Gottes, Pastoren, Pfarrern, dass ihr Charakter nicht verändert ist oder in bestimmten Bereichen der Heilige Geist noch nicht reinkommen konnte. Da wird negativ geredet und so weiter. Wenn der Heilige Geist Raum bekommt, ihr Lieben, wird er das Negative in deinem Leben stoppen und die Frucht des Guten in deinem Geist hervorbringen. Und diese Frucht ist Liebe und Freude und Friede und Langmut. Das heißt Geduld und Freundlichkeit und Güte, das Gute. Und er wird Sanftmut, Enthaltsamkeit und Treue oder Glauben, kannst du auch übersetzen, in dir hervorbringen. Das heißt mit anderen Worten, Veränderung deines Charakters.
Der Heilige Geist wirkt in deinem Geist. Das ist die Frucht, die in deinem Geist hervorkommt, wo dein Geist mit dem Heiligen Geist verschmilzt und wo du mit ihm in Partnerschaft und Abhängigkeit lebst, geschieht Charakterveränderung. Und schaut, hier haben wir einen Merksatz auch für dich zum Schluss. Durch die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist in uns kommt es in Folge zu einer positiven, sichtbaren Charakterveränderung. Und das dritte und letzte, und das liebe ich so besonders am Heiligen Geist. Ich liebe es so sehr und ich glaube viele von euch auch. 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10. Dem einen wird durch den Geist, durch den Heiligen Geist, sowas wie ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber auch ein Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen sogar Gnadengaben der Heilungen, einem anderen Kräftewirkungen, einem anderen Prophetie, was immer das alles jetzt ist, einem anderen Unterscheidungen von verschiedenen Geistern, dass man spüren kann, Mensch, das ist Gottes Geist oder menschlicher Geist oder dämonischer Geist oder so eine Art von Geist. So was gibt es alles. Einem anderen unterschiedliche Arten von Sprachen oder von Zungenrede. Unterschiedliche Arten von Reden von Zungen. Das ist eine Geheimsprache, die Gott seinen Kindern gibt. Und zwar allen, die sich danach ausstrecken. Der Apostel Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in diesen anderen Sprachen, in diesen neuen Zungen, kann man auch übersetzen, in dieser Glossolalia sprecht. Und einem anderen werden die Auslegung von diesen Zungenreden gegeben, dass man das übersetzen kann in irgendeiner Weise, interpretieren kann, was da gesagt wird. Das heißt, der Heilige Geist gibt uns übernatürliche Charismen, Gaben, Erkenntnisse, Offenbarungen, Kräfte, Erleuchtungen, Inspirationen. Er hat ein unglaubliches Spektrum. Hier ist nur eins von den vielen Spektren, die der Heilige Geist uns gibt. Und ihr Lieben, nach diesen Gaben will der Heilige Geist, dass du und ich wir uns ausstrecken. Sie ergreifen, sie begehren, sie bebeten und sagen, das gehört mir, das ist, was der Herr für mich vorbereitet hat. Und der letzte Merksatz für heute, der Heilige Geist, dein Partner, will dir unbedingt immer wieder seine übernatürlichen Charismata geben. Du bist Empfänger und dann Weitergeber zugleich. Begehre sie und lerne sie anzuwenden. Deswegen brauchen wir dieses Training hier in unseren Gottesdiensten. Was für einen Partner haben wir? Der gibt dir übernatürliche Gaben, er verändert deinen Charakter. Er ist bei dir, in dir, mit dir, bei Tag und bei Nacht. Und die Gemeinschaft mit ihm soll mit dir sein. Er ist jetzt gerade da und er sagt, kannst du auf dieses mein Wort, was von mir inspiriert ist, kannst du darauf eingehen und mir eine Antwort geben? Könntest du heute mal mit mir reden und sagen, Heiliger Geist, ich habe verstanden? Könntest du sagen, komm herbei, Parakletos, ich lade dich ein, mach du Jesus und den Vater groß, bring du mir sein Wort, bring du mir seine Herrlichkeit, lehre mich durch sein Wort, inspiriere mich an meiner Arbeitsstelle, helf mir in der Schule, mach Jesus durch mich groß in dieser Welt, gib mir deine Kühnheit, damit der Vater durch mich verherrlicht wird in dieser Welt. Er wartet so sehr, dich zu hören. Darf ich uns einladen, zusammen aufzustehen? Und Heiliger Geist, ich spüre so stark, wie du da bist. Ich spüre so stark, wie du dich danach sehnst, dass dieses dein Wort verbreitet wird auf der ganzen Welt. Und dass Menschen dich empfangen und nehmen und aus deiner Fülle schöpfen, die du für uns Menschen bereit hast. Ich danke dir, Heiliger Geist, für die Koinonia, die Gemeinschaft mit dir, das gegenseitige Geben und Nehmen. Ich danke dir, dass du ein wunderbarer Heiliger Geist bist. Gott bist unser Partner, unser Freund und Anwalt und Tröster und Ermutiger. Und dass du hier bist. Ich danke dir, dass du tausendmal stärker bist als alle Macht Satans, alle Macht der Finsternis, alle Macht des Bösen, alle Macht dessen, was die Menschen kaputt machen will. Und danke, dass du in uns lebst.